Die Tierfilmer sind inzwischen weit nach Norden gereist, an den Mara-Fluss, um den Höhepunkt der großen Gnu-Wanderung zu drehen. Wenn hier raus sieht, Viecher können ordentlich kommen. Jedes Jahr Anfang Juni endet im Süden die Regenzeit und das Gras verdorrt. Dann müssen die Gnus über den Fluss wechseln, um im Norden Nahrung zu finden. Ein Spektakel, das dramatische Bilder verspricht. Mit einer Sondergenehmigung darf Radke erstmals die Wanderung vom Flussbett aus filmen. Ein einzigartiger Blickwinkel. Dafür nimmt er auch Strapazen in Kauf. Es wird ganz schön warm mit der langen Hose und den dicken Schuhen. Und der Fluss rückt ihm auch noch auf die Pelle. Tja, viel höher hätte der Fluss nicht kommen dürfen. Und ich hoffe, er steigt auch nicht weiter. Aber diese Perspektive ist ein paar nasse Füße zur Not schon wert. Und die Krokodile, die können mit dem Zelt und so nichts anfangen. Der Mara ist das wichtigste Gewässer in der Region. Denn er ist bisher, selbst bei der schlimmsten Dürre, nie ausgetrocknet. Sein Wasser ist die Lebensgrundlage für Hunderttausende. Und zugleich eine tödliche Barriere. Auf die Gnus wartet hier die größte Herausforderung ihrer langen Wanderung. Der Tierfilmer macht sich bereit. An vielen Stellen ragt das Steilufer 15 Meter empor. Tausende wollen an diesem Tag den Fluss überqueren.